Dieses Video wird dir präsentiert von meinem 12-Wochen-Online-Kurs Radikale Dominanz. Aktuell habe ich wieder einige Kapazitäten für den limitierten Zugang zum Programm frei und ich würde mich freuen, dich begrüßen zu dürfen. Wenn du wissen willst, was das ist und wie du gewaltig davon profitieren kannst, dann klick den Link, den ich dir in die Beschreibung gesetzt habe. Okay, ich habe bisher noch keinen magischen Schlüssel gefunden, der dafür sorgt, dass dir heiße Frauen ohne dein Zutun unaufgefordert und spontan um den Hals fallen, sobald sie dich erblicken. Wenn ich auf einen stoße, gebe ich dir Bescheid. Aber es gibt Dinge, die deine Attraktivität auf Frauen ganz natürlich und ohne Tricks steigern können. Hier sind 25 Stück davon in kompakter Form. Nummer 1. Eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Das Abo alleine garantiert zwar noch nicht, dass du unter deinen Klamotten heiß und zum Anbeißen aussiehst, und das weiß auch die Frau, aber mit dem Studio assoziiert man unterbewusst generell attraktive Menschen und auch die Chance, dass dir ein gesunder und fitter Körper wichtig ist. Zweitens, ein entspanntes Lächeln im Gesicht. Ein grandioser Tipp, Sherlock Holmes. Naja, ein ungezwungenes Lächeln im Gesicht zu haben, besonders dann, wenn du Blickkontakt mit einer schönen Frau hast, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Gewöhn's dir also an. Drittens, dezente Accessoires wie Sonnenbrille und Armbanduhr. Solange du nicht überladen herumläufst und vorhast, damit zu protzen, können diese Dinge deine Persönlichkeit unterstützen und dir mehr Lässigkeit, Modebewusstsein und Hingabe fürs Detail verleihen. Nummer 4. Du bist in Begleitung von anderen Frauen. Hier bekommst du wirklich unmittelbar Bonuspunkte, denn Ladies an deiner Seite fungieren als soziales Indiz, dass an dir irgendetwas sein muss, das Frauen anzieht. Und je besser diese Frauen aussehen, desto besser siehst auch du in den Augen einer dich beobachtenden Frau aus. Fünftens, ein elegantes Auto. Einer Frau ist es egal, ob du ein Auto hast, und sie mag dich genauso, wenn du mit ihr im Bus zum Date fährst. Natürlich stehen Frauen drauf, wenn du einen schicken Wagen besitzt. Und welche Marke? Audi. Keine Ahnung warum, aber sehr oft, wenn das Thema aufkommt, nennen mir Frauen genau diesen Hersteller. Sechstens, du hast eine Chefposition. Jede Form von Autorität und Kompetenz, die du in deinem sozialen oder beruflichen Umfeld verkörperst, muss für Frauen interessant sein. Es suggeriert Frauen Sicherheit, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, also die Kernbedingungen für eine zukunftsfähige Beziehung. Siebtens, Prinzipientreue. Ein Mann, ein Wort muss es für dich heißen, wenn du Frauen beeindrucken willst. Wenn Frauen wissen, woran sie bei dir sind, du also dein Näschen nicht nach dem Wind drehst und jederzeit klare sowie unmissverständliche Standpunkte vertrittst, dann bist du heiß. Punkt. Nummer 8. Ein hochwertiges Parfüm. Frauen haben bei Gerüchung eine feinere Wahrnehmung als wir Männer. Und sie wissen oft schnell zu unterscheiden, was aus dem 3-Euro-Wühltisch kommt und was nicht. Wenn du 6 günstige Parfüms kennenlernen willst, die richtig gut wirken, guck dir mein Video dazu an. Nummer 9 ist Allgemeinwissen. Männer, die auf alles eine zusammenhängende Meinung, Improvisationstalent und generell einen breiten geistigen Horizont haben, sind auf der Überholspur. Frauen lieben es, Dinge erklärt zu bekommen. Zehntens, Lederjacken. Relativ egal ob Blazer, Bikerjacke oder Trenchcoat. Leder scheint bei Frauen archaische Instinkte zu wecken und dich als attraktiven Jäger und Rebellen wahrzunehmen. Nummer 11. Verteidigungsfähigkeit. Mit einem Mann, der sich herumschubsen und respektlos behandeln lässt, können Frauen nichts anfangen. Lerne dich zu verteidigen, auf physischer und auch auf verbaler Ebene. 12. Ein 3 bis 5 Tage Stoppelbart. Welche Bartlänge bei Frauen am meisten ankommt, darüber gehen die Ansichten auseinander. Nach einer größeren Studie von 2021 schneidet bei Ü20 Frauen der 3 bis 5 Tage Bart am besten ab, gefolgt von arschglatt rasiert. Bei U20 Frauen ist es genau andersrum. 13. Kräftige Unterarme. Streichholzärmchen waren gestern out, sie sind heute out und sie werden auch morgen out sein. Gerade kräftige Unterarme mit starken Händen verfehlen ihre Wirkung selten, auch wenn die Frau sich dessen selbst nicht bewusst ist.
14. Rottöne in der Kleidung. Irgendetwas scheint an der Farbe Rot zu sein, das Menschen am anderen Geschlecht anzieht, Männlein und Weiblein gleichermaßen. Mit warmen Tönen wie Weinrot, Bordeauxrot oder Braunrot fährst du nach meiner Erfahrung am besten. Nummer 15. Ein gesundes Hautbild. Frauen mögen weder Pickelhaut noch Tränensäcke. Eine Erkenntnis von epischer Tragweite, nicht wahr? Den mit Abstand größten Einfluss auf deine Haut hat deine Ernährung. Trinke sehr viel Wasser und meide Fastfood sowie Industriezucker. 16. Direkter Blickkontakt. Einem Mann tief in seine Augen blicken zu können, ist für Frauen oft das Faszinierendste überhaupt. Guck also nicht in der Weltgeschichte herum oder auf ihre prallen Bubis, sondern direkt in ihre Augen. 17. Weiße Zähne. Weiße und gepflegte Zähne stehen für Gesundheit und Hygiene. Beides ist Frauen viel wichtiger, als die meisten Männer glauben würden. 18. Viele Erfahrungen. Männer, die im Laufe ihres Lebens schon recht viel erlebt und gesehen haben, sind deshalb interessant für Frauen, weil sie künftige Herausforderungen und Krisen aller Wahrscheinlichkeit nach besser meistern können. Nummer 19. Stil und Etikette. Natürlich gibt es Frauen, denen das völlig egal ist. Die sind doch aber nicht die Zielgruppe der Herrenkaste. Hochwertige Frauen lieben kultivierte Männer. Wirf einen Blick auf meine 33 Stilregeln für Männer. 20. Gepflegte Schuhe. Die Schuhe sind das Kleidungsstück am Manne, dem Frauen, ob bewusst oder unbewusst, die meiste Aufmerksamkeit schenken. Stelle sicher, dass deine Treter intakt, gepflegt und dem Anlass entsprechend sind. 21. Eine tiefe Stimme. Hier musst du mehr oder weniger mit dem arbeiten, was deine DNA dir zur Verfügung gestellt hat. Mit Stimmtraining, NLP und Rhetorik kannst du eine hohe Stimme mit etwas Übung ausgleichen. Nummer 22 ist Humor. Die Welt und auch sich selbst nicht allzu tot ernst zu nehmen, ist ein absolut attraktiver Wesenszug. Er zeigt Frauen deine Gelassenheit und er suggeriert, dass du Problemen gewachsen bist. 23. Wohlstand. Niemand mit Verstand kann über diesen Punkt hinwegsehen. Frauen lieben aber weniger das Geld selbst, als vielmehr die Stabilität und soziale Anerkennung, die es dir nun mal verleiht. 24. Schwer zu haben zu sein. Verbotene Früchte sind die leckersten und das, was man hinterhergeworfen bekommt, schätzt man weniger. Hier ticken Frauen und Männer gleich. Schränke deine Verfügbarkeit für Frauen ein und sei selektiv. 25. Eine aufgeräumte Bude. Dein Zimmer, deine Wohnung, dein Haus oder dein Grundstück lässt Frauen Rückschlüsse auf deine Persönlichkeit machen. Sorge dafür, dass deine Wohnung präsentabel ist und es nicht so aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Lass es mich wissen, ob du noch etwas hinzufügen willst und mach den Daumen hoch, wenn du was mitnehmen konntest. Ciao, ciao.